Für mich war es total krass zu verstehen, dass Wirtschaft kein natürlicher Zustand ist, sondern eine menschliche Konstruktion. Und damit ist sie auch veränderlich. Ich habe sehr früh angefangen, mich für Wirtschaft zu interessieren und bin da aber relativ schnell auf so einem Pfad gelandet, wo es hauptsächlich darum ging, wie man möglichst schnell reich wird, was dann auch eine Weile mein Ziel war. Inzwischen mache ich eher YouTube-Videos, die ich mir damals gewünscht hätte, in denen es einfach darum geht, wie Wirtschaft überhaupt funktioniert. Weil ich glaube, wenn man das erstmal verstanden hat, dann kann man sie auch irgendwann besser machen. Das Banker-Dasein hat mir schon Spaß gemacht, aber unser aktuelles Wirtschaftssystem schafft es offensichtlich nicht, die Ressourcen der Welt gerecht zu verteilen. Dabei wäre das dringend notwendig. Das Ziel der Wirtschaft muss es sein, die menschlichen Grundbedürfnisse zu befriedigen und nicht den Gewinn zu maximieren. Und um zu einem menschenfreundlichen Wirtschaftssystem zu kommen, müssen wir so Konzepte diskutieren wie eine Finanztransaktionssteuer oder das bedingungslose Grundeinkommen oder eine generelle Steuer auf Kapital. Also ich will eigentlich alle Menschen erreichen, die sich gerne selber Gedanken machen und die ein bisschen was über Wirtschaft lernen wollen, weil ich finde es eigentlich total spannend. Also wirklich, halt voll.